Also bei uns zieht natürlich ganz klar in den Gesprächen immer das Thema DJE, Performance, Solidität, Nicht-Startup zählt auch und es ist in den Gesprächen immer wieder ein Punkt. Also diese 40 Jahre Geschichte liegen immer wieder auf dem Tisch. Und man muss diese Gespräche ja auch so sehen, wie kann der Partner sozusagen das Produkt auf der 2C-Seite dann auch entsprechend an den Markt bringen. Und da zählen natürlich immer wieder die Argumente Qualität, Portfolio-Management, Hintergrund und natürlich bei uns, und das ist ein bisschen unique, das Thema Direktinvestment. Damit sind wir halt eben kein ETF-Anbieter, davon gibt es ja auch eine ganze Reihe, sondern eben tatsächlich ein bisschen andersartig unterwegs, nämlich mit Direktinvestments. Und das konkurriert halt wundervoll mit der DNA des Hauses und passt halt, es ist ein stimmiges Bild. Im nächsten Schritt ist natürlich immer die technologische Performance auch ein Thema für Partnerschaften. Das ist wichtig, das muss funktionieren, das ist der Hygienefaktor letztlich in so einer Kooperation.